Ich hasse die Gegner. Ich hasse sie so sehr. So, wo muss ich jetzt? Jetzt muss ich da. Wow. Schau mal an, das war jetzt aber erst der richtige Boss. Also jetzt wird hier auch angezeigt, da ist der Nebel. Okay, jetzt haben wir dann auch aber auch den richtigen Boss der Zone besiegt, obwohl wir den schon zigtausend Mal gefühlt Zielgebiet fast erreicht. Gesehen haben. Echt mal, du hast den Kodex verletzt hier. So, jetzt sind wir hier und haben gesehen, hier ist ein Leck oder sowas ähnliches. Wir reden mal mit ihm. Schau! Siehst du die Teile der Maschine dort drüben? Ich bin noch nie so nah an der Maschine gewesen. Interessant! Ich glaube, ich kann die undichte Stelle der Maschine mit diesen Teilen abdichten. Die Energie, die von dieser undichten Stelle ausströmt, hält den werbenden Nebel der Vernichtung am Leben und stärkt ihn. Komm, lass uns die undichte Stelle reparieren und das Monster ein für alle Mal besiegen. Du kannst entweder hierbleiben und die Stellung halten, oder du hältst mir den Rücken frei, während ich das Loch abdichte. Mhm. Du hast recht, die Maschine muss repariert werden. Bekämpfe feindliches Objekt. Oh, hat er es geschafft? Ja. Und er ist auch gleich wegteleportiert. Ach nee, da ist er wieder. Ich glaube es nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben das Leck abgedichtet und der wabernde Nebel der Vernichtung ist endgültig vernichtet und nicht nur für kurze Zeit zurückgeschlagen. Das ist ein unglaublicher Erfolg für unsere Familien. Die Wüste, die du durchqueren musst, hat ihre ersten Ausläufer im Süden von hier. Auf geht's! Gut, ab zur Wüste. Jetzt aber wirklich. Hier so? Eieiei. Okay. Der folgt uns immer noch. Aber nicht mehr lange. Der wird uns nur noch bis zum Anfang der Wüste folgen. Jetzt habe ich ja mal, ne, hier so, nicht mehr gut treffen und so. Kann ich nicht tun, haben, sein, machen.
So, das war der ultra spektakuläre Übergang zur Wüste. Und da ist sie. Die Wüste. Din, din, din. Und es werden uns auch hier ganzen Sachen angezeigt. Hier zum Beispiel haben wir einen Seenstein. Hier haben wir einen Seenstein. Ich glaube, es gibt noch mehr Seensteine. Das sind nicht die einzigen. Din, 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 din. So ein bisschen Country-mäßig hier. Ihr Götter, seid mir gnädig. So, Spielstand gesaved. So, da sind wir auch gleich am Ziel. Dies ist das Land der Krieger. Wer diese Gegend durchqueren will, muss erst seine Kampfkraft unter Beweis stellen. Ihr werdet gegeneinander kämpfen. Erst wenn einer von euch tot ist, darf der andere weiterreisen. Okay. Ich werde nicht gegen meinen Kameraden antreten. Wenn das bedeutet, dass ich sterben muss, dann werde ich wenigstens ehrenhaft in den Tod gehen und nicht als treuloser Feigling. Okay. Ihr seid sehr loyal. Treue und Loyalität sind hier genauso viel wert wie Tapferkeit. Und ihr habt beides gezeigt. Wenn ihr unserem Stamm beitreten möchtet, seid ihr willkommen. Okay. Das ist ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Jetzt, da das Nebelmonster fort ist, werde ich in meinem alten Dorf nicht mehr gebraucht. Ich suche nach Abenteuern und einer neuen Heimat, und diese Leute bieten mir beides. Ich werde dich nun verlassen. Du wirst die Oase im Süden auch ohne meine Hilfe finden. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, mit dir zu reisen und an deiner Seite zu kämpfen. Leb wohl, mein Freund, und pass gut auf dich auf. Yep. Deine Loyalität ehrt dich. Leb wohl und mögen die Götter deine Wege segnen. So, jetzt gehe ich wieder richtig. Genau, wir müssen jetzt die Oase erreichen, die ist da unten. Das ist dieses, der Weg ist auch gar nicht mehr so weit. Ist machbar. Hallöchen. Na, kommst du ran? Yeah. Wie immer, am Anfang eines Gebietes sind die Gegner immer noch sehr leicht. Das wird sich aber ändern. Eine Bushaltestelle, Leute. In der Wüste. In einem Rollenspiel. In dem es eigentlich keine Busse gibt, gibt es eine Bushaltestelle. Und einen Fahrplan. Geil. Ja, hier ist natürlich der Boden hammer überstrahlt. Macht aber auch den ganzen Flair der Wüste aus, ja.
Aber man hat hier wirklich schon diesen, so eine kleine Ellipsi-Gefahr. Wenn man denn dafür anfällig ist. Du bist ein Gesetzloser, Sandmann. Sandmann, lieber Sandmann. Es ist noch nicht so weit. Ich glaube, das war falsch gesungen. Da sehe ich doch schon die Symbole der Oase. Ja. Ja, das ist es. Na komm. So, wie weit ist denn das noch? Ach, wir sind gleich da. Aladdin. Besser sterben als aufgeben. Hier ist sie, glaube ich, schon, ne? Eldrak. Dark. Der Hilfe eines Tempelwächters bedarf. Echt mal. So. Achso, ich wollte gerade gucken, ob hier. So. Hallo? Interessieren Sie sich nicht für mich? Oh, jetzt auf einmal. What the fuck? Der Brunnen, der Heiltränke, auch hier wieder. So, das war eine Nebenküste übrigens, ich hätte die auch nicht angreifen brauchen, aber... Ist das schon aktiviert hier, das Portal? Ja, gut. Aber die standen da so im Weg und haben mich komisch von der Seite angeguckt. Hä? Und hier ist ein Kreis. Hier so? Hm, komisch. Danke für eure Hilfe. Ihr wisst, mit den Waffen, mit Waffen umzugehen. Jemand wie euch kann ich sehr gut gebrauchen. Mit Hilfe der Götter habe ich meine Aufgabe verrichtet. So, und jetzt hat er natürlich auch gleichzeitig den Nebenquest da. Scheiß drauf. Ich suche jetzt den Händler. Achso, und dem Ziel nähere ich mich auch noch. Ja, wir können erstmal nochmal das Ziel hier machen. Willkommen in unserem Land, Fremder. Wenn dies euer erster Aufenthalt hier ist, seid auf der Hut. Die Wüste ist ebenso tödlich wie schön. Ihr werdet immer Unterkunft und Schutz in unseren Zelten finden. Leider seid ihr zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen. Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Der König ist tot und sein Bruder Al-Sadim ist vorläufig unser Oberhaupt. Bald wird es Wahlen geben. Die Stammesführer werden dann entscheiden, ob Al-Sadim unser König bleibt oder ob die Krone an den Prinzen geht, der ebenfalls Anspruch darauf erhebt. Viele Stammesführer wollen den Prinzen nicht als König, aber sie haben Angst, dass er sich rächen wird, wenn sie nicht für ihn stimmen und er doch Herrscher wird. Falls es ihm gelingt, in den Besitz des Höllenfeuers zu gelangen, wird er alle vernichten, die sich ihm entgegengestellt haben. Sie fürchten das Höllenfeuer, also müssen wir verhindern, dass der Prinz es bekommt. Weit im Süden gibt es eine Höhle. Dort wird die Schriftrolle, auf der die Formel für das Höllenfeuer steht, aufbewahrt.
Es gibt noch andere Schätze in dieser Höhle, aber diese dürfen nicht angerührt werden, sonst bringen sie Verderben. Würdet ihr zu dieser Höhle gehen und die Schriftrolle des Höllenfeuers holen? Ihr müsst sie zu Al-Sadim bringen und ihr müsst bei eurer Ehre versprechen, keinen der Schätze dort anzurühren. Eure Hilfe wäre für uns von unschätzbarem Wert. Okay. Tauchsucht ist mir fremd, seid also versichert, dass ich der Versuchung widerstehen werde. Ja, ja. Müssen wir ja. Okay, erstmal hier schön nochmal verkaufen. Die Aufnahmesession ist vorbei. Ich werde gleich auch das Schlusswort des Tages sagen, ja. Genau. Ich habe natürlich keins. Aber erstmal wäre es natürlich gut, wenn wir Erfahrungspunkte kaufen. Nein, wir holen uns Heiltränke, weil wenn ich das Spiel neu starte und das nächste Mal beim Händler wieder einkaufe, haben wir wiederum Erfahrungstränke. Nein, Heiltränke zur Auswahl. Und dann haben wir die 1000 nämlich erreicht. Rüstung. Ne, okay. Dann Spielstand gespeichert und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Rolle des Höllenfeuers, die komische Schriftrolle mit der Formel uns mal kurz besorgen werden.